Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Aberfein-Kanal, meine kleinen Aberfein-Genossen. Heute möchte ich euch gerne einen Bug vorstellen, mit dem ihr euch schneller in eurem Sturmschild bewegen könnt. Und hierbei benötigt ihr nur eine Waffe und eine Falle. Und ja, ich habe bereits die Waffe dabei, das ist die Spektralklinge. Ist übrigens egal, wie ihr sie perkt. Ich habe sie hier aber auf doppelt schweren Angriff, also dass ich diesen Dash für 10 Energie ausgebe. Und ja. Was müsst ihr machen? Ihr müsst euch hierbei eine Falle. Danke, Epic Games! Jo, gar kein Problem! Also, ich mag diesen Bug sehr, sehr gerne, aber diesen Bug meine ich nicht. Das kommt häufiger bei mir vor, sondern ich rede, ja, über diesen hier. Und zwar über den Bug mit dieser Sprungfläche. Den kann ich mal zeigen. Ihr müsst euch übrigens den gewissen Abstand ein bisschen merken. Wenn ihr das häufiger gemacht habt, werdet ihr das besser hinbekommen. Sprungfläche auswählen. Denn am besten hier hinten ran dashen. Und dann geht es auch schon los. Wir wählen jetzt die aus. Wie gesagt, ist es ein bisschen knifflig, das zu machen. Da muss man also schauen. Ein Dash machen und immer so weiter. Ja, ist übrigens ganz nett, wenn man Konstrukteur spielt, wenn man in seiner Ausdauer ist und dann halt von A nach B will. Und das könnt ihr sehen. Ich joinke einfach mal kurz bis rüber. Behaltet dabei immer die Spektralklinge in der Hand, damit ihr euch natürlich dann auch in die entsprechenden Richtungen hindashen kannst. Jetzt kommen wir zur zweiten Sprungfläche, und zwar zu dieser hier. Hier ist es möglich, auch geradeaus zu dashen. Ihr könnt das aber auch schräg machen. Ich weiß gerade nicht, ob das auch bei der anderen geht, aber wir können das jetzt wie gesagt einmal machen. Können wie gesagt dann auch in feste Richtungen gehen. Müssen halt auch wieder hier die hintere Etage, die hintere Seite zu treffen. Und ja, ihr könnt ihr das sehen. Ich werde einfach mal kurz, ja, wo war ich gerade? Ich war gerade bei B gewesen, besser gesagt, ich war bei F gewesen und bin jetzt auf einmal wieder hier. Also ist eine ganz nette Sache, ein ganz netter Glitch, ein kleiner Bug, den man hier machen kann. Kann ich euch hier auch nur empfehlen, das einfach in einem Sturmschild zu bauen. Zum Beispiel in Brutal ist es ganz nett, das zu haben, um sich halt von A nach B zu dashen. Ihr könnt übrigens ja natürlich auch irgendwie ein Glücksspiel machen, keine Ahnung. Das habe ich zum Beispiel gestern mit einem Kollegen gebaut, so ein kleines Glücksspielding, wo man drauf dashen muss und dann durch ein bestimmtes Loch durchgehauen wird. Kann man also, ja, was Nettes machen. Glücksspiel ist natürlich verboten, aber naja, ist ja egal. Ja, das wär's mit dem Bug. Ich hoffe, euch hat dieser Bug gefallen. Wir würden uns im nächsten Video wiedersehen. Was auch immer ich mache. Bis dahin, Leute, und ciao.